Yo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Shuffle Randomizer 1,5 Nuzlocke. Und irgendwie, die Musik ist gerade voll nostalgisch. Jo, alles klar. Für die Leute, die sich fragen, ich bin wieder Legendary. Warum stellst du dich so dumm an? Das machst du auch extra. Nein. Nope. Ich wünschte, ich würde sowas extra machen, aber nein. Manchmal ist es einfach hardcore. Also wirklich. Meine Versprecher, die sind halt so krass. Ja. Auf jeden Fall, die Musik ist auf jeden Fall. Wie oft denn noch? Nostalgie, whatever. Trink kurz was. Professionell und so. So, jetzt habe ich Wasser getrunken. Ohne einen Cut. Weil ich einfach viel zu lazy war. Famio. Okay. Wir wollen es nicht gleich übertreiben. Wir sollen hier nicht so cringy werden, ne? Wie manche andere. Wow. Ist auf einmal ein Regentropfen. Was kann man besprechen jetzt gerade? Mir persönlich fällt nichts ein, außer dass da links immer noch das Elektro-Suicune ist, also Blitz-Suicune, das, keine Ahnung, Suicune. Ich hoffe, das ist mal ein Wasser-Pokémon, wenn nicht. RIP. Come on. Yep. Nice. Ach ja, eine Sache könnte ich im Prinzip ansprechen, das... Wow. Warte mal. Ich speichere mal eben. Zählt das? Ja, blablabla. Zählt das dann als neuer Encounter? Weil das ein einzelnes ist? Falls es... Ich weiß es nicht. I don't know, weil es ist keine wirkliche neue Route. Egal. Und es bleibt halt uns nichts anderes übrig, außer es anzusprechen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass im Originalen das Elektro-Pokémon es wäre. Also dieses legendäre Elektro-Pokémon da. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß. Gehe ich mal von aus. Ja. Wie können wir paralysiert sein, wenn wir halb elektro-ish sind? Ja, irgendwie so. I don't know, to be honest. Komisch. Kobalium, genau. Ist dem Weg entgegengelaufen und wieder verschwunden. Aha, cool. Kann man hier einfach reinfallen? Nein, kann man nicht. Okay. Route 13. Danke für die Info. Wir sind jetzt in Tessera. Hallo, Cringe. Ich habe keine Ahnung, wie die Stimmen sind. Ich mache einfach mal wieder. Eieieiei. Sieht so aus, als hätte... ich dich dank der Vollem-Attacke Fliegen überholt? GZ? Danke für deine Hilfe im Janusberg. Im Arnusberg. Twin Drake. Oh Gott. Was ist das für ein Name? Twin Drake. City. Jeder, der für so viel Fantasie hat wie ich, der denkt direkt an Twin Tower City.
Ah. Wind Tower City liegt genau nördlich von unserer Terrasse. Alles klar, okay. Aber es gibt da etwas, das ihr beide hören solltet, bevor du dich auf dem Weg dorthin machst. Ach wirklich? Und worum geht es? Professor Exe sagte einmal, das werdet ihr gleich erfahren, mir nach. Wow. Okay, gehen wir jetzt Döner essen? Ah, ihr müsst die zwei sein, denen ich die Geschichte von... Ach, als Maul, Alter, ey. Ganz recht, wir werden dann soweit. Bla, bla, bla. Na schön, dann folgt mir bitte. So, und die Geschichte kannst du nur im Haus erzählen, oder was? Sonst hört das FBI natürlich mit. Steht man ja. Und das Haus sieht genauso aus wie das Haus auf der Insel da. Mit genau der gleichen Einrichtung. Eine kranke Stadt habt ihr auf jeden Fall. Direkt hinter der Terrasse befindet sich ein gigantischer Krater, den man gemeinhin die Riesengrotte nennt. Angeblich sind die Temperaturen in der Umgebung der Riesengrotte kürzlich auf bis zu minus 50 Grad gesunken. No way! Das hat mir zumindest Charon erzählt. Wie kann dir das Charon erzählen, Digga? Charon müsste schon längst gestorben sein bei den Minusgraden. Ah, okay, alles klar, okay. Im Moment ist es leider nicht möglich, dorthin zu gelangen. Ah, sag bloß. Die Riesengrotte entstand, als dort vor Urzeiten ein riesiger Meteoide einschlug. Es hieß, dass sein Inneres ein furchterregendes Pokémon barg. Holy fuck, Digga. Ja, der Meteoide. Der Meteoide, ne? Nacht für Nacht, so will es die Legende, wenn bitterkalter Wind durch die Gassen peitschte, suchte dieses schreckliche Biest unsere Stadt heim, um Menschen wie Pokémon zu verschlingen. Damn! The boy is hungry as fuck. Ein menschenfressendes Pokémon? In ihrer Verzweiflung legten die Menschen mächtige Wälle an, um ihre Siedlung vor dem gierigen Scheusel zu schützen. Wait. Wenn das Pokémon Menschen frisst, und einige Menschen sind ja groß, das heißt, es muss noch größer sein, weil es muss ja in den Magen passen. Das heißt, sie haben Wände angelegt, also eine Wahl halt, ne, so wahrscheinlich aus Holz, gehe ich mal von aus. Und das Pokémon größer ist als die Menschen, das heißt, bestimmt wie in Anime, immer 2 Meter. Kann es einfach die Wand eintreten. Okay, alles klar. Aus dieser Zeit stammt wohl auch das ungeschriebene Gesetz dieser Stadt, nachdem man das Haus nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr bla 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 bla. Wie lange für diesen äußerst interessanten der war so spannend, Alter, holy shit. Das soll mir bei meiner Nachforschung eine große Hilfe sein. Auf jeden Fall Attack on Titan, so ein bisschen. Na schön, allerseits gehen wir. Wir wollen die Dame nicht weiter stören, ja. Bei dem Haus, der genauso... Ja, alles klar. Gut, ich halte einfach mal die Fresse. Die Geschichte war sehr aufschlussreich, nicht wahr? Dafür, dass man so gut wie nichts über das Pokémon weiß, habe ich einen sehr deutlichen Eindruck von seinen enormen Kräften bekommen. Eindeutig, Digga. Ja, mir ging es genauso. Ein Pokémon mit der Fähigkeit, seine gesamte Umgebung in Eis zu hüllen, das steht den legendären Drachen in nichts nah. Okay. Die Geschichte erinnert mich an die Legende von Zekrom, dem Pokémon, das einst ganz alle Blitz- und Donnerschlag verwüstet haben soll. Sag mal, Cringe! Erinnerst du dich noch an die Legende von Zekrom? Ja. Ich hab keine Ahnung, was sie labert. Richtig, ich meine sie bei unserer Begegnung in Monster. Alter, was ist denn das für ein verfickter Name, ey? Schon mal zur Sprache gebracht zu haben. Das legendäre Drachen-Pokémon Zekrom erkennt denjenigen, der sich dem Ideal des Wunsches verschrieben hat, also als Helden an. Der Körper von Zekrom ist pechschwarz und so kraftvoll wie ein Donnerschlag. Haben wir nicht Zekrom? Ist das nicht Biene? Wir haben doch... Hä? Okay. Alles klar. Der Meteoide ist der Schlüssel. Der Meteoide, sagen sie? Ja, Mann, ich hab doch gesagt, gerade der Meteoide. Was, wenn dieser Dunkelstein aus diesem Dezember, bla bla bla, okay. Ja, okay, bla bla bla.
Diese Lore von den legendären Pokémon, die sind alle gleich, Mann. Alle nerven sie, alle wollen sie irgendwie die Welt erobern, alle machen sie was kaputt. Gibt es denn keine friedlichen Legendären? Ey, meine Fresse, immer dasselbe. Ja, Twin Tower City liegt direkt neben Terrasse, I don't know, ey. Wow. Schau mal an, ein Haus, das genauso aussieht wie die beiden anderen Häuser, die wir gerade gesehen haben. Geil. Also, der Innenarchitekt, der muss bestimmt beliebt sein hier in der City. Cappuccino, Moccacino. Bin aber. Seitdem ich hier versetzt worden bin, drehe ich den lieben langen Tag Däumchen. Denn nachts begegnet man keiner Menschenseele und so sind Verbrechen hier nicht gerade an der Nachtordnung. Oh, Lachwitz. Cool. Ja, und Pokéball. Halt die Schnauze. Pokéball. Eine Latschibeere. Aha. Aha, okay, okay. Hier haben wir ein Pokémon. Mein Pokémon macht, was es will und läuft unbändig durch die Gegend. Es hat wohl keine Verwendung für einen Trainer. Und dann nennst du es dein Pokémon. Pokémon, alles klar. Meine Großmutter liebt es ungeheim endlos lange Geschichten zu erzählen und so werden aus ihren Märchenstunden mitunter auch richtige Märchennächte. Boy mit Kerze und so, oder? Bei dir, Damn. Also die Inneneinrichtung habe ich noch nie gesehen. Damn. Also direkt Screenshot mal hier so. Ching, ching, ching. Oh, yes, ching. Ching, ching. Damn. Oh, dieser Kühlschrank. Klick, klick, klick. Die ist mit klick, klick. Oh, okay. Ja, reicht. Alles klar, dann wollen wir mal hier auf unserem Bike rasieren. Pokémon heilen. Wir brauchen, glaube ich, gar nichts. Pokéball haben wir, Hypertranks haben wir. Ja. Hochzeit und so habe ich, glaube ich, davor alles klar gemacht. Daran kann ich mich noch erinnern. Das hieß, wir sind am Start. Oh mein Gott, Bob ist wieder am Start hier. Oder hieß der Bob? Oder wie haben wir den genannt? Ich glaube Bob, oder? Weil ich eigentlich immer meine Rivalen Bob nenne. Glaube ich zumindest. Kommen wir mal. Was will Bob sagen? Ah, Olaf. Natürlich. Hey, ich habe gehört, diese Lumpen von Team Plasma halten sich hier in der Gegend auf. Digga, dein Ernst? Ist jetzt über einen Monat her und du regst hier immer noch über Team Plasma auf. Alles klar, Digga. Bist du ihnen zufällig begegnet? Ja, da. Links von uns. Violasius. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie man den Namen spricht. Euch neuem Trainerpack entgeht auch gar nichts. Aber gut, ich bin kein Unmensch. Manchmal verteile ich auch Gummibären. Aber ansonsten. Ach, keine Ahnung. Ich will versuchen, euren Wissensdurst zumindest ein wenig zu stillen. Sicher wollt ihr hören, weshalb ich immer noch bei Team Plasma bin? Nun, es bereitet mir eben Freude zu beobachten, wie sich die Welt verändert. Hört mir zu. Hört mir zu. Hört mir zu. Hört mir zu. Pokémon entstammen der Natur, doch Pokémon sind ein Produkt der menschlichen Zivilisation. Wow. Wow. Das ist genauso wie Menschenhaut wurde aus Gottes Hand geschaffen. Aber Pullover sind Stoffe von Tieren. Ja. Okay. Die Folge ist auf jeden Fall richtig gut. Das habe ich auf jeden Fall vermisst. Meine Tollpatschigkeit beim Lesen. Feels good, man. Feels richtig gut. Die Erinnerung. Alles klar, Mann! Alles klar. Die Errungenschaften derselben geben die Menschen bekanntermaßen nur ungern auf. Versteht mich nicht falsch. Zivilisation ist ebenso wichtig wie die Natur. Doch sollte es dem Plasma gelingen, die Weltherrschaft zu erlingen, wird es versuchen, die Zivilisation samt Errungenschaften wie Pokébälle abzuschaffen.
Eine Welt ohne Pokebälle. Kannst du dir das vorstellen? Das will ich mit meinen eigenen Augen sehen. Oh nein, wie kannst du es nur? Pokebälle sind ein Produkt der Natur. Keine Pokebälle sind Gift. Alle Frise. Ich will nur das Pokémon zurückhaben, das sie gestohlen hat. Mehr nicht, Alter. Dazu brauche ich deine Hilfe. Bist du bereit? Oh mein Gott, Mr. Useless. Er kann wieder nichts alleine machen. Jetzt bin ich interessant, Alter. Damn, my jam. Erstmal lauter machen hier. Weil wir verprügeln gerade einen Opa. Egal, auf geht's. Das Magma ruft auch schon. Hilfe! Hilfe, hier, holt mich am Mitte. Alles verrückte Menschen hier. Bayonetta ist auf jeden Fall Geist. Ich glaube, Biene ist in keiner guten Position. Versuch mal Antikraft. Fuck! Wir haben keinen Boost bekommen. Warum fokussen wir uns? Okay, Biene ist in einer sehr guten Position. Jetzt aber Stat Boost. Komm mal, leg dich. Sandkopfstoß. Kopfstoß. 80-90, Anwender konzentriert seinen Willen und rammt das Ziel. Diese schreckt eventuell zurück. Gegen Drachenwut können wir machen, weil Drachenwut macht nur noch 40. Und ich glaube, wir sind schon etwas länger aus dem 40er KP-Bereich raus. Weißt du, gegen uns setzt er direkt einen Attack an, aber gegen ihn nur Itemsperre. Jetzt richtig awkward, man. Zen-Kopfstoß auf Bayonetta. Natürlich Schaufler. Was noch sonst? Oh, Duken! Wow. Das rackt ihn echt mal. Vielleicht kriegen wir einen Stat Boost. Mal schauen, ich hoffe. Bruh. Das hat richtig Damage drücken. Oh, die ist dick drin, Alter. Kennt man, dass Olaf jeden Kampf verliert? Oh, es heult vor sich hin. Ich würde auch heulen, wenn ich bei so einem Chibing-Trainer wäre. Denn jeder weiß, ich bin einfach ein krasser Trainer, ne? Bim 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 bim. Welche eine Schmach an der Seite von diese Kraft, die mir entgegengeschlagen wird in mein Gesicht. Heals irgendwas, man. Und das, obwohl mir Meister Viliulis zur Seite stand. Wer in aller Welt seid ihr? Olaf und Cringe? Hallo? Nie von uns gehört? YouTube? Hallo? Twitch? Money? Fame? Well? Die Rotze erfüllt mich an das, was vor 2 Jahren geschah. Wurdet ihr schon mal besiegt, oder was? Bam, Shots fired. Aber im Moment gibt es wichtigere Dinge. Wie masturbieren. Mhm. Wie wir gehört haben, befindet sich das Objekt, nach dem wir suchen, mit einiger Wahrscheinlichkeit in Twin Tower City. Wir müssen unsere Spielstunde leider auf einen andermal verschieben, meine Kleine. Wow. Das ist so zweideutig. Okay. Stehen geblieben. Boah, ja, ey, geh mal weg, ey. Bist so negativ. Und, oh.
Diese Inneneinrichtung. Damn. Mein Gott. Den Innenarchitekt brauche ich auch. So, wir sind auf Route 12. Es regnet. Da ist ein Pokéball. Karate Kid ist auch am Start. Die Twins sind auch am Start. Wir haben Carbon. Ich hoffe, das Original in die Fospeed Carbon, weil das andere war ja irgendwie schwul. Ich glaube, da gab es ein Remake oder so, ne? Wir gehen auf jeden Fall mal hier hin, wo es wackelt vom Gras her. So. Was haben wir denn da? Cool, Starmie. Ich mag Starmie, auch wenn wir schon Wasser-Pokémon haben. Aber Starmie ist one hell of a bitch. Obwohl es kein Gender hat, aber egal. Bei Starmie werde ich auf jeden Fall feucht unten rum. Definitiv. Deswegen YOLO-Ball und rein mit dir. Ja. So fängt man Pokémons. Für die Leute, die es nicht wissen. Ja. Ist einfach so. So ist es einfach. Da gibt es nichts Großes zu sagen. Viele haben immer rumgeholt. Das wird nicht funktionieren, wie ich meine Pokébälle werfe. Habt ihr auch gesehen, für meine Legis einfach Pokéball werfen. Zack, die sind drinne. Wenn nicht, einmal ein bisschen schwächen, reinwerfen. Beim zweiten, dritten Mal drinne. Der YOLO-Ball ist einfach strong. Ich weiß nicht warum. Ist einfach so. Wir nennen sie ihn. Mir fällt gerade kein besserer Name ein. Müssen wir alles groß schreiben? Wir müssen alles groß schreiben. Ja, sieht doch gut aus. Sieht gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir. Hier ist auf jeden Fall noch ein Pokéball. Da wackelt wieder unser Grashalm. Hier ist Chaozu. Wir beenden aber die heutige Folge mit der neuen Route. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Support ist kein More, Leute. Und wir sehen uns einmal nächste Woche. Pokémon Schwarz-Weiß Randomizer Undertypen Nuzlocke wieder. Ich bin raus. Peace.